Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, heute über das Thema Riesenknallfrösche von Panda. 4 Stück sind in einer Packung enthalten. Eine Gesamt-NEM ist enthalten von 2,11 Gramm. Eine BAM F2-Nummer ist vorhanden. Und ja, auch wenn ich gehört habe, dass die nicht so gut gewesen sein sollen in der aktuellen Charge, habe ich mir trotzdem 2 VEs bestellt, weil ich das relativ spät gemacht habe und alle anderen relativ guten Frösche leider schon ausverkauft waren. Und ja, aus diesem Grund würde ich die jetzt einfach mal testen. Und ja, wir können ja noch mal gucken, wie die von innen aussehen. Sind nicht extra verpackt. Ja, nicht wirklich schön verarbeitet. Aber das kennt man ja leider von aktuellen Fröschen, obwohl es auch mittlerweile wirklich wieder bessere gibt. Aber naja, ich würde sagen, geben wir denen mal eine Chance und testen wir sie einfach mal. Viel Spaß! Naja, kaum gehüpft. Ich habe nur noch einen. Eine etwas glatteren Oberfläche. Auch nicht gehüpft. Probieren wir nochmal die letzten beiden. Ja, ihr habt gesehen, kein bisschen gesprungen. So, der letzte ist nochmal geöffnet worden. Mal gucken, ob der so irgendwas macht. Ja, da hat er sich auf jeden Fall schon mal mehr bewegt. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal welche im Dunkeln an. Gehen wir gleich noch mal ein. Das war ja nichts. War auch nichts. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Ein probieren wir noch. Ja, da bin ich ein bisschen gerückt. Aber nicht wirklich geknallt. Jetzt noch einmal geöffnet. Doch,